Hallo Kinder, herzlich willkommen zu unserem kleinen Webkick. Ja, eigentlich wäre jetzt Kick, das stimmt. Und ich würde mich total gerne auch wieder mit euch treffen. Auch die Mitarbeiter würden sich gerne mit euch treffen. Aber ihr wisst ja, es ist Corona-Zeit und alles ist ein bisschen anders. Aber cool, dass wir uns jetzt hier im Internet sehen. Das ist super. Das Schöne ist, wie beim Kick sind wir trotzdem verbunden. Ob ihr jetzt gerade vielleicht an Papas Tablet sitzt oder am Mamas Handy spielt oder vielleicht am Notebook von eurer großen Schwester, wir sind trotzdem miteinander verbunden. Und das ist das Schöne beim Kick. Und auch bei diesem kleinen Webkick machen wir das so wie sonst beim Kick. Nämlich, wir machen uns bewusst, Gott, der ist mitten unter uns. Das heißt, wir feiern diesen kleinen Webkick auch im Namen Gottes, des Vaters, der uns lieb hat. Im Namen von Jesus, der unser Freund ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet. Ihr Lieben, ich bin ja total aufgeregt. Ihr könnt euch bestimmt noch an Ostern erinnern. Da war ja diese Geschichte mit dem Osterengel. Der hat den drei Frauen am Grab gesagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, Jesus lebt. Und die drei Frauen, die so total traurig waren, die haben wieder neuen Mut bekommen. Und sie haben erlebt, ja, Jesus hat den Tod besiegt. Ich mag diese Engelgeschichten in der Bibel so gerne. Denn das ist immer die Hauptbotschaft der Engel, wenn sie einen Menschen treffen. Dann sagen sie als erstes, fürchte dich nicht. Und ich glaube, von diesem Satz können wir momentan richtig viel gebrauchen. Fürchte dich nicht. Also selbst wenn uns zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, wenn uns langweilig wird, wenn wir unbedingt mal wieder mit unseren Schulfreunden oder Kindergartenfreunden spielen wollen oder wenn zu Hause mal wieder dicke Luft herrscht. Fürchte dich nicht. So ein Mutmachengel, so ein Bote von Gott, der tut gut. Und darum habt ihr auch mitgeholfen, dass wir hier für Halle ganz viele Mutmachengel bereitstellen. Ihr habt nämlich dort drüben in der Kirche ganz viele selbstgebastelte Engel vorbeigebracht. Und die sehen wirklich großartig aus. Ich habe sie mir schon angeschaut und ich freue mich schon, wenn die gleich den Turm hinaufsteigen. Aber sag mal, der Donkey, der wollte eigentlich auch hier sein. Habt ihr den zufällig irgendwo gesehen? Der wollte nämlich jetzt auch hier seinen Engel vorbeibringen. Wisst ihr was, wir rufen den mal wie immer, ja? Ich zähle bis drei und ihr ruft, wo immer ihr auch seid, I-A Donkey in der Eselsprache, ja? Also, eins, zwei, drei, I-A Donkey! Oh, ich habe was rascheln gehört. Habt ihr den gesehen? Ah, hier, ich glaube, da ist er. Ich guck mal. In meiner Engelskiste. Oh, Donkey, du hast ja Engelsflügel. Oh, und was hast du da? Oh, guck mal hier, diese Engelflügel beim Donkey. Schick hat er sich gemacht. Oh, was hat er hier für eine Keule? Und was ist das für ein aggressiver Engel? Oh, Donkey, hallo, schön dich zu sehen. Oh, Leute. Ich bin ein Corona-Kampfengel. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf, hier endlich gegen die Coronaviren zu kämpfen als Kampfengel. Und darauf habe ich auch meine Keule mitgebracht. Oh, Donkey, was erzählst du denn schon wieder? Kampfengel. Hallo, die Kinder gucken zu. Was sollen die denn denken? Engel, das sind Boten von Gott, die Mut machen. Aber die kämpfen doch nicht gegen den Coronavirus. Nicht? Ich wollte die mit meiner Keule vertreiben. Donkey, Mutmachengel, das sind Boten von Gott und die sagen zu jedem Einzelnen, fürchte dich nicht. Hab Mut, auch wenn du vielleicht gerade Angst hast oder es dir schlecht geht. Okay, aber dann möchte ich trotzdem ein Engel sein. Donkey, eigentlich sollten die Kinder Engel basteln, die dir hochziehen, aber die Kinder sollten sich nicht verkleiden, sodass sie da den Turm hochklettern. Ja, aber wenn ich Leuten was Gutes tue und ihnen Mut mache, dann bin ich doch auch sowas wie ein Engel, oder? Tja, eigentlich hast du recht. Also wenn du anderen Leuten Mut machst, dann bist du auch sowas wie ein Engel. Ja, also dann kann ich doch ein Engel sein, oder? Auch wenn ich vielleicht dann nicht da den Turm hochkletter. Aber ich wäre gerne ein Engel. Na gut, also okay. Anderen Leuten Mut machen, ihnen helfen, ich glaube, das können wir alle. Das könnt ihr Kinder, das können wir Großen. Und das finde ich eine gute Idee. Vielleicht werden wir dann auch so etwas wie ein Engel. Boah, super! Dann bin ich also ein cooler Ninja-Osteresels-Mega-Engel und helfe ganz viel und mache Leuten Mut. Super! Ach, Donkey, du bist auch wirklich immer komisch drauf. Weißt du was? Wir singen jetzt ein Mutmachlied und dann
gucken wir uns gleich mal die Engelsleiter an. Ich bin wirklich sehr gespannt. Setzt du dich mal da unten hin. Wir wollen ein Mutmachlied singen. Und ihr kennt das bestimmt vom Kick. Da heißt es auch, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Ich habe hier meinen wackeligen Notenständer. Der Engel kommt in die Engelskiste. So. Also, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Und da gibt es so schöne Bewegungen. Sei mutig, da geht ihr einen Schritt nach vorne. Stark, macht ihr so. Also sei mutig und stark und fürchte denn dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, also könnt ihr nach oben schauen, ist bei dir. Und da probieren wir das mal. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Genau, singen wir nochmal. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Okay, sei mutig und stark. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Corona-Zeit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Und jetzt nochmal zusammen mit den Bewegungen. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Leute, merkt euch das. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Also habt keine Angst, seid mutig und stark. Und jetzt gucken wir uns mal die Engel an. Ängstlich bin,
das wieder hin, dass ich wieder lustig bin. Doch dann, ja dann, fällt's mir ein. Und was muss ich tun, um lustig zu werden? Dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Dann will ich hüpfen, hopsen, springen und dabei noch Lieder singen. Denn das Singen macht mich froh und das Springen sowieso. Boah, Donkey, guck dir mal das an. Ist das nicht großartig? So viele Engel, die an unserem Turm runterhängen. Das ist doch großartig. Wie eine Himmelsleiter, die vom Himmel zu uns kommt. Und da sind ganz viele Engel, die zu jedem von uns sagen, fürchte dich nicht. Donkey, fürchte dich nicht. Tim, fürchte dich nicht. Und du, egal wo du gerade bist, fürchte dich nicht. Das ist eine super Botschaft. Bitte lasst das in euer Herz hinein. Fürchtet euch nicht. Habt ganz viel Mut, egal was mit Corona ist und egal was euch gerade zu schaffen macht. Gott ist an unserer Seite und darauf können wir uns verlassen. Fürchtet euch nicht. Wir gucken uns noch ein bisschen die Engel an und bewundern das hier. Vielleicht kommt ihr auch mal vorbei und schaut, ob sie noch da sind. Tschüss. Tschüss.